Dies ist eine Einführung in Wikisyntax, wie man Fetttext und Links zu anderen Wiki-Seiten erstellt. Du kannst alles aus diesem Video in deiner eigenen Sandbox oder Spielwiese ausprobieren. Solltest du noch keine Spielwiesenseite haben, gib Hilfe Doppelpunkt Benutzernamensraum in die Wikipedia-Suchleiste ein. Diese Seite enthält eine Anleitung zum Erstellen einer Spielwiesenseite, deiner persönlichen Testseite. Als erstes klicke auf Bearbeiten auf deiner Testseite. Dies öffnet ein Bearbeitungsfenster, in dem du mit diesen Übungen beginnen kannst. Fett. Gefetteter Text erscheint am Anfang fast jeden Artikels und markiert das Thema des Artikels. Das ist also eines der ersten Dinge, das du lernen solltest. Du kannst Text fetten, indem du ihn mit der Maus markierst und den Button im Bearbeitungsmenü anklickst. Dies fügt drei einzelne Anführungszeichen vor den Text, den du fett haben möchtest, und weitere drei einzelne Anführungszeichen am Ende ein. Lass uns schauen, wie der Text jetzt aussieht. Gehe zum unteren Rand des Bearbeitungsfensters. Gib eine kurze Zusammenfassung deiner Bearbeitungen ein und klicke Seite speichern. Gewöhne dir am besten gleich an, Bearbeitungsbeschreibungen anderer zu lesen und auch deine eigenen Aktivitäten zu beschreiben. Jedes Mal, wenn du editierst. Das hilft, den Überblick über eigene Aktivitäten zu behalten und mit anderen zusammenzuarbeiten. Du solltest jetzt gefetteten Text auf deiner Testseite haben. Klicke nun wieder auf Bearbeiten und lass uns weitermachen. Dieses Mal stellen wir Wikilinks her. Das sind Links, die von einer Wikipedia-Seite zu einer anderen führen. Lass uns das mit dem Wort Wikipedia ausprobieren. Um einen Wikilink zu kreieren, markiere das Wort und klicke dann auf das Link-Symbol im Bearbeitungsmenü. Das öffnet das Link-Einfügen-Dialogfeld. Wenn du nun Link einfügen anklickst, wird der Code für einen Wikilink hinzugefügt. Zwei öffnende eckige Klammern, gefolgt vom Artikel, zu dem du verlinken willst, in diesem Fall Wikipedia, gefolgt von zwei schließenden eckigen Klammern. Gib jetzt die Kurzbeschreibung deines Edits ein und speichere. Du kannst aber auch einen Begriff mit einem verwandten Artikel verlinken, dessen Name nicht dem Wort selbst entspricht. Du könntest zum Beispiel im Satz »Mutig sein ist wichtig in der Wikipedia« auf den Artikel zum Wikipedia-Leitspruch »Sei mutig« verweisen. Lass uns die Seite noch einmal bearbeiten. Wenn du jetzt den Link zur Wikipedia Doppelpunkt »Sei mutig« Seite eingibst und Link einfügen klickst, erstellt das einen Piped-Link, was Wikisyntax für Text ist, der nicht dem Namen des Artikels, zu dem er führt, entspricht. Er besteht aus zwei öffnenden, eckigen Klammern, wie beim normalen Link, gefolgt vom Namen des Artikels, zu dem du verlinken willst. Wikipedia Doppelpunkt sei mutig, dann ein senkrechter Strich, welchen du einfügst, indem du Alt-GR und die Größer-Kleiner-Zeichentaste auf den meisten Keyboards drückst. Dann zwei schließende eckige Klammern. Das sieht im Allgemeinen so aus. Wenn du deine Änderungen speicherst, siehst du das Ergebnis. Der Link heißt mutig und wenn du ihn anklickst, führt er dich zum Artikel Wikipedia Doppelpunkt sei mutig. Leg los, fang an zu editieren. Sei mutig.